Wo ist dein Drachenbuch? Ich bin. Ich bin's. Guten Morgen, Klasse. Guten Morgen. Wir haben eine neue Schülerin. Das ist Luisa. Luisa, setz dich doch mal hier bitte neben Peter. Und wir machen jetzt weiter mit Mathe, Bruchrechnung. Schlagt mal euer Buch auf, bitte Seite 45. Oh, die Kreide ist schon wieder alle. Wir machen Pause. Ich hole neue Kreide. Warum jetzt aber? Nee. Also ich glaube, dass du da wahrscheinlich wieder irgendein Mist gebaut hast, ja? Setz dich mal raus, du musst heute nicht mehr machen. Ich hole schon mal die Bälle, ihr fangt an, ja? Was war das? Sie hat mich abgepasst, aber sie hat uns geglaubt. Und wenn ich irgendwas für ihren sagt, dann werde ich es fragen. Was dann? Oh. Schubst nicht! Oh, was ist denn hier los? Ja, also was Peter meint, ist wirklich, so sind sie nicht egal und ich habe ein Beweisvideo. Ja. Und dich haben sie ja auch. Ja. Aber ganz ehrlich, ich mache hier nur den Unterricht, ja? Ich mache Sport, Englisch und Mathe. Und den Rest, da müsst ihr euch schon selber kümmern. Schubst du? Aber tut dir nichts. Das tut uns voll leid, das hätten wir nicht machen sollen. Ja, aber meine Bücher und meine Blätter sind ja trotzdem kaputt. Das Buch können wir dir leihen. Die Blätter fangen wir einfach hier. Ja, das wäre nett. Es tut mir leid, dass wir hier getan haben und bis dann 19 kriegst du nicht die Schuld. Ja, okay. Was habt ihr mit dem geredet? Also, wir lernen mit dem Nachbarn, dass er neue Blätter bekommen und werden ihn einen Buch kaufen. Und du? Ich hab die schon. Ja. Und eine von uns beiden einfach mal eine Schule. Ja. Von Lisa. Und Ali. Okay. Aber was war dein Grund jetzt dafür? Ich wollte mich aufmerksam werden. Ja, aber eure Probleme könnt ihr für
euch klären oder mit, also euch Hilfe von jemand anderem nehmen. Aber nicht an uns. Ja, also nicht an uns auslassen oder andere. Ja. Also ist jetzt geklärt. Ich hoffe, es kommt nicht wieder vor. Und ja. Okay, ciao. Okay.